Willkommen auf dem YouTube-Kanal vom Biohof Sauter. Im heutigen Video geht es um den Kubota 9960er, unseren Haupttraktor auf dem Betrieb. Ich erkläre euch ein bisschen, wie funktioniert überhaupt ein Traktor. Für die Anfänger, aber auch ein paar Sachen, Erfahrungen, die wir gemacht haben die letzten 5 Jahre mit dem Traktor. Wir haben auf unserem Betrieb, das ist eigentlich der Haupttraktor vom Landwirtschaftsbetrieb. Wir haben noch zwei Deutz-Traktoren vom Betrieb, die meinem Vater gehören, sein Hobby sind. Den Traktor haben wir seit 5 Jahren. Er hat zurzeit 1320 Stunden. Er ist knapp 95 PS. Ist mit einem Stollfrontlader ausgerüstet. Ja, zurzeit ist auch noch das Heckgewicht dran. Haben wir eigentlich immer dran im Winter Frontlader arbeiten, vor allem jetzt im Winter, wenn wir nur zum Frontlader arbeiten brauchen. Ja, wir haben mal vorne Motor, Getriebe, hinten das Wichtigste beim Traktor. Heckhydraulik, wir können verschiedenste Maschinen anhängen, jetzt in diesem Fall das Gewicht. Dann der Scharmüller-Bock, wo man das Zugmaul da der Schiene kann man das Zugmaul rein tun oder auch eine K80-Kugel kann man rein tun. Und das ist Zapfwellenstummel, Zapfwellenbetrieb Maschine. Da macht man Oberlenker rein, Ölbremse, Elektro, das Licht am Anhänger oder an der Maschine und noch 6 Ölanschlüsse von der Kubota Originalventil. Das hier oben ist noch ein Rücklauf. Und hier unten haben wir noch den Schnellkuppler von Faster. Für hinten nochmal 4 Schläuche, die wir mit dem Frontlader echt kombinieren. Durch den Scheibenwischertank. Wir haben hier auf der Seite auch nochmal einen Schnellkuppler. Dort kuppeln wir das Öl vom Frontlader kuppeln. Plus mit dem Kabel die dritte Funktion zum Zangen auf und zu machen. Und wenn wir den Frontlader nicht dran haben oder da vorne das Öl gelöst ist, dann können wir mit dem gleichen Hebel am hinteren Schnellkuppler hinter eine Heckmaschine betreiben. So können wir eigentlich, haben wir zwei zusätzliche Steuergeräte drin und können die Maschine einfach kuppeln. Wir haben verschiedene Mähwerke, Mischstreuer. Oder Mischstreuer haben wir so. Haben wir auch Schnellkuppler dran. Können wir nur schnell kuppeln. Und Kreisleuer auch noch. Vorteile sind, man hat schnell gekuppelt. Nachteile sind, man kann nicht die Maschine vom Nachbarn oder so kuppeln. Oder der Nachbar kann meine Maschine nicht mehr kuppeln. Darum haben wir auch noch die anderen Anschlüsse für solche Maschinen. Oder Maschinen, die nur einen Schlauch haben, haben wir nicht über den schnell gekuppelt. Wir haben den Traktor zusätzlich mit Licht ausgerüstet. Original. Kubota, die Originallampe kann man nicht brauchen, wir haben kein Licht. Vorne und hinten zusätzliche Arbeitsscheinwerfer montiert. Dann auf dieser Seite den Aufstieg, haben wir einen zusätzlichen Tritt, hat mein Vater montiert. Dann, ja, die Leiter ist original so hoch, nur mit zwei Tritt. Es ist kein schönes Auf- und Absteigen und wir gehen ja nicht so ins Gelände, dass der Tritt würde stören. Das gleiche ist die Werkzeugkiste, haben wir selber nachgerüstet. Die Frontlader kann man demontieren, wenn man nicht braucht. Wir haben aber sehr viel dran, weil der Traktor einfach so leicht ist. Ich möchte noch ein Quiz machen, wie schwer der ist. Ohne Frontlader ist der 3,5 Tonnen schwer. Mit Frontlader ja, ist über 4. Darum braucht man eigentlich vorne das Gewicht. Immer. Bereifung, grosse Bereifung drauf. 600er in der Breite. 600 mal 65 mal 34. Vorne 4,8, 4,40er. Das ist die maximale Bereifung, die möglich ist bei diesem Traktor. Nachteil ist der Dieseltank. Der Stutzen. Dieseltank ist nicht so gross und der Stutzen ist da unnötig lang. Man kann darum nicht volle Leistung geben im Tanken. Kabine. Ist auch einfach ausgestattet, Armaturenbrett, Steuerrad, mechanisch, hydraulische Retour vorwärts, ohne Kuppel kann man
Retour oder vorwärts die Fahrrichtung wechseln. Da unten noch Handbremshebel. Braucht es aber nicht unbedingt, aber wir haben hier beim Ganghebel, beim Getriebe als P, jetzt ist hier im P innen, Park. Dann haben wir hier 6 Gänge, einen Halbgang, plus noch 3 Gruppen. Der Gruppenhebel, unten der Handgashebel. Ja, die kleinste Gruppe ist eine Kreuzganggruppe, brauche ich eigentlich nie. Nie für Gemüsebau oder so. Grundladerhebel. Dann hier die 3 Steuergerätehebel. Eben für hinten die Anschlüsse. Der gelbe ist für die Zapfwelle und Ausschalten. Dann hier verschiedene Schalter. Allrad, Scheibenwischer, Licht, Drehlicht. Und hier noch das mechanische Hydraulik, DOR. Mechanische Hydraulik. Hier hinten ist noch zusätzliche Stromsteckdose. Und hier hinten noch die Lichter eingesteckt. Da könnt ihr auch Teilmaschinen, so Sägerät oder so, was auch Strom braucht extern. Da Klimaanlage, Heizung, Radio und DAB-Radio drin. Und das Kleine hier ist noch Beleuchtung, wenn man zur Nacht fährt, ein Eigenbau für die Hebelbeleuchtung. Da unten, ja. Die Heizung ist wirklich super. Eine Klimaanlage, serienmässig, drin wirklich kalt. Wie im Sommer super kühl, im Winter schön warm. So muss es sein. Sonst sehr ein einfacher Traktor. Was auch nicht original sind, Spiegel. Haben wir auch montiert. Hier sind die noch nicht vorschriftlich, jetzt sind die auch dran. Das Modell gibt es so 100% nicht mehr zu kaufen. Es gibt das Nachfolgemodell von Kubota. Das ist die Kabine ein bisschen breiter und AdBlue. Abgasbehandlung und Retour vorwärts ist jetzt elektronisch. Wieso das so ist, weiß ich nicht. Und ist auch noch mal einiges teurer. Also, der Traktor hat hier zumal 60.000 Franken gekostet mit Frontlader, der Bereifung, so wie er da steht. Und heute kostet er 75 mit der gleichen Ausstattung. Also, auch Kubota sind teurer geworden. Haben sie auch gemerkt. Was sind die grossen Vorteile von diesem Traktor? Wieso haben wir den überhaupt gekauft? Der Grund ist, ich kann einen wendigen, leichten Traktor wählen, der ja, leicht ist, grosse Bereifung hat im Verhältnis zum Gewicht und universal einsetzbar ist im Frontlader, ist die Wendigkeit wichtiger als sonst auf dem Feld. Und eben, man kann für leichte Arten einsetzen, wie auch trotzdem kann, 3 Scharpflug könnte man anhängen, man kann 3 Meter Gruppe anhängen, man kann mit unserer 3 Meter Sägkombination fahren. Also ist gleich nicht so ein kleines Traktor. Gewicht kannst du immer noch anhängen oder eben Deckgewicht kannst du auch anhängen, wenn du es brauchst. Im Frontlader. Ja. So viel zum Traktor. Was auch ein grosser Vorteil ist, die Servicefreundlichkeit. Man kann alles selber machen. Man muss nicht zum Landmaschine mich, wir werden noch Öl wechseln, weil ich noch ein Video machen, wenn wir das noch machen. Ja, mal so viel zum Kubota 9960.